Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Singularity auf Katorga 12. So, wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar bei diesem komischen, ja, ich sag mal Rätsel hier an dieser Stelle. Und, ja, jetzt werden wir hier in diesen Schacht reingehen und gucken, was passiert. Irgendein Video kommt, glaube ich. Beziehungsweise eine Zwischensequenz. Oder es kommt ein fetter Bosskampf. Das sieht auch so aus. Ich habe Angst. Ich gehe trotzdem... Okay, alles klar. Also wieder durch die Kanalisation, habe ich gehört. Das ist, ja, nicht ganz so geil, aber okay. Also wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung, ne, mit der Kanalisation. Und was da passiert ist, das bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Was man sich zwei Folgen vorher, das die Qual, die Schande. Kann man sich zwei Folgen vorher angucken! Wer denn, ja? Nein, jetzt ist er da drüben. Ich hab irgendwie so das Gefühl, ich erwisch den gar nicht. Ist das so eine Art Bosskampf? Ich frag ihn mal. Entschuldigung. Bist du so eine Art Bosskampf? Oh, ich will das nicht! Ich will das nicht, das ist nicht cool. Das ist genau das Vieh, das letzte Mal auch aufgetaucht ist. Ich kann die Beine wegschießen. Und die danach vergewaltigen. Was? Okay, also wieder. Ich warte jetzt wieder, bis er auf den Boden kommt und mich an. Okay, das war unerwartet. Das bringt doch überhaupt nichts, ihm auf den Kopf zu schießen. Okay, ich glaube, ich muss mir den Kugel tanzen. Aber der ist mir aber zu schnell, der ist mir viel zu schnell, der Kerl. Ich habe keine Munition mehr, das ist super. Ich bin ja auch nicht raus. Yes! Oh Gott. Ja, das war... Meine Güte, war das kacke. Hier oben liegt noch eine Shotgun, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich nehme mal die Shotgun mit. Beziehungsweise mache ich das mal so. Shotgun und Maschinengewehr ist immer gut. Ja, eine tödliche Kombo. Alright. Ach, ich hätte auch hier einen Tank nehmen können und... ja, wäre natürlich auch gegangen. Okay, gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Ich vergesse es sowieso wieder. Ah, das war die falsche Taste. Munition. Oh Gott, im Himmel. Munition! Munition? Im Müllcontainer! R99. Und eine Notiz. Dies sind die Aufzeichnungen von Pavel Fedorov.
Ich mache mir langsam Sorgen um Grigori. Ich habe jetzt seit 4 Tagen nichts mehr von ihm gehört. Er sagte, er wird bei einer aufregenden neuen Transportform testen helfen. Hoffentlich hat der junge Narr sich nicht für etwas Gefährlicheres freiwillig gemeldet. Ah, ich weiß hier nicht. In Katorga 12 passieren ganz, ganz, ganz komische Dinge. Warum sollte ich das kaputt machen? Gibt es hier hinten dran irgendetwas? Warte, hä? Okay, ja. Schön, aber bringt mir nichts. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu und irgendwelche komischen Viecher laufen hier durch die Gegend. Ist das unten? Ist das unten? Das ist bestimmt unten. Hier gibt es noch was zum Anhören. Machen wir gleich. Moment. Ich muss erstmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Eine Schreibmaschine. Oh Gott. Telefon. Mr. President. Niemand geht dran. Ich bin ganz alleine. Ich bin auf mich alleine gestellt. Aber Slipknot, oder? Alright. Shotgun und ab geht's. Nach unten. Ich höre hier irgendjemand rumlaufen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So verdächtig ruhig auch da hinten. Das ist... Nee. Ich kann damit... Dieser trügerischen Ruhe... Gefällt mir nicht. Außerdem liegt hier... Ich glaube, das ist ein Schatten, der mich jetzt gleich anspringen wird. So ein Vieh? Ja, das ist auf jeden Fall so ein Vieh. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwie hier alles in Explosion aufgeht. Ach so, die werfen das... Die werfen mit dem Ding da oben. Ah. Okay, pass mal auf. Ich habe da... Hab da was, aber ich glaube, er hat sich selbst getötet. Oh, der hat sich sogar noch perfekt auf das Fass draufgelegt. Warte mal. Wow, das war. Oh Gott, das war ziemlich unspektakulär. Er ist einfach. Sieht aus, als würde. Als würde. Wie so eine Leiche wieder erweckt werden von irgendeinem. Mage. Wie bei Skyrim oder so. Oder bei die Elder Scrolls. War es auch mal so aus. Oh, Munition für eine Waffe, die ich gar nicht brauche. Hey, da freue ich mich doch. Da geht mir das Herz auf. Oh, wenigstens eine Spritze gekriegt. So. Na, das war ja nett hier gerade, ne? Jetzt gehen wir mal noch nach oben schnell. Das war nur das Fass hier unten. Ich habe jetzt vielleicht gerade mal 2 Tage nicht gespielt und ich fühle mich schon wieder so, als hätte ich ein halbes Leben nicht gespielt. Naja, hier ist noch ein Audioaufnahmegerät. Ach, Moment mal, wir sind jetzt wieder hier oben. Ah! Aber das bringt mir nichts, ne? Ich muss ja nicht mehr... Ich muss ja nicht hier lang, sondern ich muss diesen Knopf hier betätigen. Komm mal hier hoch. Oh. Ja, das geht wohl nicht. Okay, dann. Was hier denn für Action-Moves hier? Okay, waren das alle? Ich glaube schon. Hier liegt ein Kopf rum, ey. Gut, ich gehe einfach mal weiter, ne? Also alles cool. Hier noch ein Kopf rum, ey. Von dem Typen bestimmt. Hier schon wieder irgendwas hier rumlaufen. Hier ist der Aufzug. Oh, die Aufnahme. Jetzt bricht mir das Herz, dass wir zu spät gemerkt haben,
da dieser Kreaturen blind sind. Alexei ist ihm unnötig zum Opfer gefallen. Wären wir einfach leise an den Bestien vorbeigeschlichen, würde er noch leben. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Alexei. Uns alle enttäuscht. Oh. Ja. Traurig. Ich benutze den Aufzug. Die Kanalisation. Kanalisation. Mach nur den Übungen. Oh, das sieht ziemlich komisch aus, wenn der Aufzug nach oben fährt. Wir stehen wieder auf. Wenn der Aufzug nach unten fährt, Entschuldigung. Weiter. Es dürfte nicht mehr weit sein. Ach, Gott sei Dank. Hier gibt's noch was zu lesen an der Wand. Wiederkehrer sind blind und reagieren nur auf Lärm. Was bewegen sie sich langsam? Sie sind blind und reagieren nur auf Geräusche. Okay, das sind die Viecher. Okay, das kenne ich aus Metro. Das habe ich ziemlich verkackt damals. Aber... Ich bewege mich langsam einfach, ganz normal. Vorsicht, bitte. Danke. Tschüssi, was ist das denn? Oh Gott, im Himmel, ist das ekelhaft hier. Oh Gott, ich muss hier... Oh nein. Schlaf weiter. Psch, psch, psch. Das ist ja mega gefährlich hier mit den Dingern noch, ne? Krass. Wie die sich auch bewegen. Hup, hup, hup. Ich dachte, der pinkelt jetzt dahin. Lass mal. Lass gut. Wo willst du hin? Nein, nicht, bitte nicht zu mir gehen. Oh! 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 Ah! Ah! Alright. Ah, okay, das geht. Lass mich in Ruhe! Pieselt euch, ich brauche Heilung. Ganz wichtig. Heilung. Oh, man kann hier durchschleichen, okay. Mal erstmal vielleicht gucken, was es da hinten noch gibt. Da liegt hier irgendwas rum, was man benutzen könnte. Nein! Okay. Das, ja, sieht sehr nett aus hier. Sehr einladend auf jeden Fall, ne? Hier unten. Nett auf jeden Fall. Ja, super. Drei Spritzen, aber keine... Keine Heilungsdinger. Alright, wie komme ich hier am besten rüber? Stelle ich das jetzt am geschicktesten an. Ja, was konnte ich hier benutzen? Ah, hier unten. Ich hab nichts gemacht, ne? Muss mich irgendwie an den vorbeischleichen. Ja, das war genauso geplant. Ich will hier raus. Okay, whatever. Verpiselt euch, ich hasse euch. Ihr könnt mich mal. Aber sowas von. Hier geht's nicht weiter. Gut.
So, der Inhalt wird gespeichert. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Singularity. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.